Also, ich habe vor einem Jahr circa eine Tablet-Klasse gesehen, eigentlich eine iPad-Klasse in Jennersdorf. Habe mir vorher nicht vorstellen können, dass das in einer Volksschule möglich ist, aber war dann so begeistert, dass ich das unbedingt wollte. Habe dann das Glück gehabt, dass ich Samsung School gewonnen habe, dass ich eine der Schulen war, die ausgestattet wurden mit Tablets und mit einer digitalen Tafel. Die ganzen Arbeitsblätter, die brauche ich nicht mehr ausdrucken, sondern die haben sie eben jetzt am Tablet drauf. Sie hatten gestern sie sollten was lesen, hatten eine Lesehausübung auf und für mich ist das relativ einfach zu kontrollieren dann, wenn sie eben Fragen dazu beantworten, zu dieser Lesehausübung. Und sie selber haben dann sofort die Rückmeldung, ob es passt oder nicht. Und ich auch, das wird bei mir gespeichert, dass ich immer genau weiß, wer was gemacht hat und wo eben die Kinder noch Probleme haben. Also wir arbeiten meistens nach Tagesplan und wenn sie es brauchen, nehmen sie es und geben es dann wieder weg. Learning-Apps machen wir viel und sehr, sehr viele Rallyes durchs Schulhaus mit QR-Codes. Also, dass sie QR-Codes scannen, so haben wir überhaupt begonnen, weil sonst wäre es unmöglich gewesen, eine Seite im Internet zu öffnen in einer ersten Klasse. Wir hatten am Anfang Probleme mit dem Internet, das mit Systemabstürzen und so weiter, aber seit wir das Ganze behoben haben, geht es recht gut und die Kinder haben große Freude und lernen auch viel damit. Wenn sie in einem Heft schreiben, dann höre ich öfter den Satz, der schaut von mir ab oder schau da nicht herein. Ja? Das gibt es beim Tablet zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ein Miteinander und das möchte ich betonen, weil das immer wieder kommt. Naja, da jeder schaut da auf sein Tablet drauf und sie verlieren den Kontakt zueinander. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das Positive war für mich auf jeden Fall, dass man immer aktuell ist sozusagen. Ja, alle Fragen, die sie haben, sofort ein Foto oder ein Film drüber anschauen können, dass sie einfach alles gleich haben. Wenn die Frage auftaucht, kann man diese Frage gleich lösen und beantworten. Ja, sie spielen natürlich irrsinnig gerne die Apps. Für sie sind das Spiele und für sie ist es auch Spielen und sie merken gar nicht, wie sehr sie da lernen. Ja. Also die Klasse hatte zum Beispiel im Dezember, noch vor Weihnachten, waren wir fertig mit dem Zahlenraum 30, ja, weil sie einfach mit ihren Apps da immer weiter und nächstes Level erreichen wollten. Normalerweise ist der Zahlenraum 30 bis Ende des Schuljahres und das hatten sie schon. Ja. Was sie dann halt nicht so gerne machen, das ist auch Aufschreiben. Sie rechnen es zwar irrsinnig gern und sind sehr, sehr schnell beim Kopfrechnen mit dem Schreiben. Das wollen sie halt dann nicht, weil das hält sie auf irgendwie. Für sie ist das dann einfach eine Zeit, die sinnlos ist, weil da müssen sie schreiben und können nicht rechnen. Ja? Das sehen sie so. Und dann merkt man, oder ich habe es gemerkt bei zwei Kindern, die zu Hause nur spielen mit dem Tablet, dass sie das auch in der Schule nur tun. Also dass die sehr wohl Schwierigkeiten haben, dann zum Beispiel ein Schreibprogramm zu öffnen und wirklich auch zu schreiben und damit auch zu arbeiten. Also ich wollte schon, dass sie das auch als ein Arbeitsmittel sehen, ja, nicht als einziges, auf keinen Fall, aber als ein Arbeitsmittel, das sie gut verwenden können. Und nur das Spielen allein ist mir zu wenig.